Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Lektion des Vertiefungskurses Ausschlüsse konkret. Mein Name ist Josef Mühlbauer. Und ich bin Stefanie Friedrich. Wir sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Demokratiezentrum in Wien und haben diesen Kurs erstellt. In dieser Lektion widmen wir uns einigen Good Practice Beispielen aus Österreich. Dafür sprechen wir mit Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher Initiativen, die mit ihrer Arbeit zu einer inklusiveren bürgerschaftlichen Praxis beitragen. Unsere heutigen Gesprächspartnerinnen sind Sonja Rappold und Esther Kotorba vom NL40-Verein. NL40 ist ein Zusammenschluss von Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kommunikation, Soziales, Therapie, Integration sowie Kunst und Kultur, die sich der ganzheitlichen Förderung des Menschen widmen. Das Hauptaugenmerk der Vereinsarbeit liegt auf der Umsetzung des Oma-Opa-Projekts, von dem uns Sonja und Esther heute berichten werden. Vielen Dank, dass ihr heute da seid und euch die Zeit genommen habt. Danke euch. Danke für die Einladung. Gut. Lass uns mal beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Also erzählt uns mal ein bisschen etwas zu eurer Person und auch zum Oma-Opa-Projekt und zu eurer Rolle in dem Projekt. Ja, gerne. Mein Name ist Estela Cotorba. Ich bin rumänische Niederländerin, niederländische Rumänin, je nach dem Tag. Und bin eine der zwei Projektleiterinnen des Oma-Opa-Projekts in Wien. Das Oma-Opa-Projekt in Wien ist ein psychosoziales Lernhilfeprojekt, das Generationen verbindet. Zweimal die Woche kommen Kinder von im Alter 6 bis 18 zu uns ins Projekt für 2 Stunden und lernen 1 auf 1 mit einer freiwilligen Person. Meistens sind das Senioren, Seniorinnen und natürlich haben wir auch Freiwillige in jedem Alter, von 18 bis 85. Bis 85 inzwischen. Aber ja, sie kommen zweimal die Woche zu uns ins Lernprojekt zum Lernen, zum Deutsch sprechen, zum Beziehung binden, aufbauen und ankommen in Österreich. Sonja wird da sicher noch mehr erzählen. Genau. Mein Name ist Sonja Rappold. Ich bin oberösterreichische Österreicherin und ja, jetzt schon seit 8 Jahren im Projekt tätig. Ich bin von der Ausbildung her Kultur- und Sozialanthropologin mit Schwerpunkt Menschenrechte und internationale Projektarbeit. Habe dann eine Zeit lang in der Migrationsforschung war ich tätig und im Fernhandel und bin dann über ganz eine andere Schiene zum Oma-Opa-Projekt gekommen, nämlich am Anfang als Mitarbeiterin und Arbeit am Tonfeld. Das ist eine Zusatzausbildung, die ich gemacht habe, wo es um entwicklungsfördernde Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht. Da habe ich mein Praktikum gemacht und so bin ich im Oma-Opa-Projekt gelandet. Und jetzt leite ich seit 2018, leiten wir gemeinsam das Oma-Opa-Projekt und ich bin diejenige, die im Projekt die Umsetzungsarbeit macht. Ja. Und ja, genau, ich schaue, dass die Kinder und Jugendlichen da sind, die Akquise der Freiwilligen. Ich halte den Kontakt mit den Schulen, Lehrerinnen, mit der Kinder- und Jugendhilfe und natürlich auch die Gespräche mit den Eltern im Hintergrund. Und wir schauen, dass wir dann zusätzliche Workshops machen und eben Empowerment-Sachen. Mhm. Ja, genau. Ihr habt erzählt gerade, dass es das Projekt seit 2009 gibt, richtig? Dass es da entstanden ist. Könnt ihr uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen über die Entwicklung des Projekts? Es sind ja doch jetzt einige Jahre, die ihr damit schon verbringt. Vielleicht könnt ihr uns auch ein bisschen was erzählen darüber. Mhm. Das Projekt hat gestartet als Nachbarschaftshilfe eigentlich im 16. Bezirk, gleich rund um den Brunnenmarkt. Es war die Idee einer Großmutter, die Großmutter von der Gründerin, von der Frau Dirnbacher, die gesagt hat, naja, ich könnte ja ein Kind unterstützen bei der Hausübung. Und sie haben dann ein türkisches Mädchen gefunden und haben gleich mit der Schule Kontakt aufgenommen. Und es hat so super funktioniert und die Lehrerin hat gleich einmal gesagt, was ist da los? Das Mädchen ist plötzlich so gut in der Schule. Daraufhin wurde die Idee geboren, ja, sucht man doch ein paar Seniorinnen, Senioren und machen wir doch das. Ja. Gestartet haben sie mit 4 Lernpaaren und mit der Unterstützung der Volksschule Pfeilgasse. Ja, und das ist gewachsen und mittlerweile sind wir, unser Hauptsitz im 17. Bezirk
Und wir arbeiten mit den Schulen rundherum zusammen, aber nicht nur mit Volksschulen, sondern auch Mittelschulen und Gymnasium, weil wir dann bald gemerkt haben, wie wichtig die Übergänge sind, ja, von der Volksschule in die Mittelschule oder von der Volksschule ins Gymnasium, dass wir da die Familien und vor allem die Kinder unterstützen sollen. Weil da gerade einfach das System sich ändert und es ganz, ganz wichtig ist, um einen guten Start hat in den nächsten Schulstufen. Genau. Ja. Und wir sind von 4 Lernbahnen gewachsen. Jetzt mittlerweile haben wir um die 140 Freiwillige, 3 Standorte, nämlich in Wien, Amstetten und Krems. Und wir betreuen also durchschnittlich 90 Kinder im Schuljahr. Ja. Und wir haben immer noch eine Freiwillige von der ersten Stunde dabei. Genau. Was das Tolle ist, sozusagen die Bindung an unser Projekt ist sehr intensiv, weil er doch nicht nur bei den Lernpaaren, bei den Kindern und bei den Erwachsenen, bei den Freiwilligen in Vertrauensbeziehungen steht, sondern ja auch mit uns, mit dem Projektteam, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und viele unserer Freiwilligen sind durchschnittlich 5, 6 Jahre bei uns. Und manche eben schon fast 14. Genau. Ja. Wie gesagt, das ist auch ein Thema bei den Kindern, dass sie länger bei uns bleiben. Das heißt, ihr begleitet die Kinder dann auch in ihrem Werdegang, schulischen oder auch beruflichen Werdegang, genauso wie eigentlich auch eure Freiwilligen, also gerade wenn es sich da um Seniorinnen handelt, auch in ihrem Alltag. Das ist gut. Ja. Vielen Dank. Die Kinder sind jetzt auch langjährig bei uns und oft, weil wirklich sehr viel Beziehungsarbeit und Vertrauen auch entsteht, kommen auch die Geschwister der Kinder in unser Programm. Also wir haben da inzwischen schon fast ganze Familien. Ja. Und das ist auch wirklich schön, weil das auch zu einer eigenen Familie dann innerhalb des Projekts wird. Es ist sehr ein so liebevolles, wertschätzendes Ambiente und wo sich die Kinder sehr wohl fühlen. Es ist ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche freiwillig kommen. Wir sind kein Pflichtprogramm sozusagen, wir sind auch ein privates Projekt, aber wir bauen Bindung mit den Eltern auf. Es entstehen Freundschaften auch mit den Eltern und den Freiwilligen und auch sozusagen die Betreuung und die Kontakte sind bei manchen wirklich darüber hinaus so einen wirklichen lebenslangen Kontakt eigentlich. Ja. Und wie sieht es so von eurem Angebot her aus? Das heißt, ihr habt auf der einen Seite die Lernhilfe und die Lernbetreuung. Gibt es darüber hinaus auch noch Angebote, die die Kinder, Jugendlichen oder eben auch eure Freiwilligen dann nutzen können? Ja, also wie gesagt, die Kinder kommen zweimal die Woche für jeweils 2 Stunden zu uns, arbeiten immer mit der gleichen freiwilligen Person. Also es ist 1-auf-1 Arbeit bei uns. Manchmal hat eine Person 2 Freiwillige, weil nicht jeder zweimal die Woche kommen kann. Von Montag bis Donnerstag haben wir dann 2 Lerngruppen am Tag, die kommen. Und dann zusätzlich zu dem haben wir für die Kinder und Jugendliche Gewaltprävention-Workshops, also wo es, weil wir kulturübergreifend und sehr viel interkulturell arbeiten, wo es wirklich darum geht, sich für die Jungs und für die Burschen, was ist Männlichkeit, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um, was passiert, wenn Mobbing ist, was mache ich mit dem Internet, Gewalt, TikTok, soziale Medien, wie gehe ich damit um, und auch für die Mädchen Empowerment, wie benutze ich meine Stimme, ich habe eine Stimme, was kann ich damit, was ist meine Kraft, also das ist außerhalb von dem Programm für die Kinder und Jugendlichen, wo wir Expertinnen und Experten von anderen Vereinen dazu holen, zum Beispiel Polka und Drehungen, die sich auskennen in dieser Arbeit und wirklich mit den Jugendlichen, mit den Kindern arbeiten. Wir versuchen auch immer laufend im Jahr zusätzliche Angebote, also wo wir Kooperationen mit anderen Vereinen finden, machen wir das gerne. Das Rote Kreuz war mal da oder ein Therapiehund ist vorbeigekommen. Wenn es mal geht mit der Kinderuni, dass wir mit den Kindern auch mal rausgehen. Wir sind im 17. Bezirk, es sind Stadtkinder, dass wir auch ab und zu mal die Natur näher bringen. Wir hatten vor kurzem eine Kooperation mit einem Projekt, das heißt What the Bug, wo es über Insekten ging. Was Insekten, Naturexperiment, was kann ich damit? Also wir versuchen da wirklich auch außerhalb vom Lernen den Kindern Ressourcen, aber auch die Welt ein bisschen zu zeigen, soweit möglich.
Und auch für die Freiwilligen, für unsere freiwilligen LernhelferInnen. Einmal im Monat gibt es ein Austausch- und Reflexionstreffen mit Sonja oder mit anderen Experten, wo wir uns zu Themen unterhalten, was für sie wichtig wäre, also auch für die Freiwilligen, aber auch den Umgang mit ihren Kindern und Jugendlichen. Jetzt mit der Nahostkrise oder Pandemie, soziale Medien, wie können sie helfen, ihren Kindern näher zu kommen? Aber auch für sie selber, also letztens hat meine Ergotherapeutin da, wie sitzen wir richtig? Wie sitzen wir richtig, Moment? Und wie halten wir unseren Stift richtig? Genau, auch wichtig. Ja. Also sehr übergreifend, also ja, für jeden ist da was dabei. Und da versuchen wir für unsere Freiwilligen und für die Kinder und Jugendlichen immer was zu finden. Und zusätzlich haben wir auch einmal im Monat unsere sogenannten Müttertrainings, wo die Mütter von den Kindern und Jugendlichen eingeladen werden, auch zum Deutsch üben. Das sind oft schon Frauen mit Migrationshintergrund, die wenig Deutsch sprechen oder wenig Ressourcen haben, da außerhalb vom Haus sich irgendwie einzubringen. Und kommen dann und können Deutsch üben, Lebenslauf üben oder einfach reden mit jemandem, können mit den Kleinkindern kommen und in Kontakt kommen mit anderen Müttern. Und die treffen sich dann auch bei uns in den Projekträumlichkeiten. Unser Ansatz ist einfach wirklich sehr niederschwellig zu arbeiten, dass die Mütter gerne zu uns kommen, dass sie uns vertrauen, dass wir mit ihnen sehr wertschätzende Gespräche führen, und Unterstützung anbieten, wenn es zum Beispiel jetzt in der Schule ganz schlimm geht, dass man sagt, okay, wenn es erwünscht ist, begleiten wir, also die Freiwilligen, auch zu Elternabende. Wir versuchen nur auch ganz klar zu sagen, wir übernehmen keine Elternarbeit, aber wir unterstützen, wenn es Probleme gibt. Ja? Ich war jetzt gerade in einer Schule und wir haben mit der Mutter gemeinsam und der Freiwilligen mit dem Direktor ein Thema besprochen. Und das bringen wir dann wieder ins Projekt, setzen uns dann hin, dass das Mädchen versteht, um was geht es denn da, wie können wir Lösungen anbieten, können wir extern Unterstützung anbieten, sei es psychologische Unterstützung, ja. Was psychosozial geht, machen wir hier vor Ort. Mhm. Ja. Sozusagen, die Lernbare werden betreut von Lerngruppenbetreuerinnen, das sind unsere Mitarbeiterinnen, die pädagogisch unterstützen, die schauen, ob alle Leute da sind, weil für unsere Freiwilligen ist es ganz wichtig, auch frei zu sein, wenn man mal auf Urlaub geht, krank ist, versuchen wir im Hintergrund zu schauen, wir haben ein System von Springer, Springerinnen, die dann nicht regelmäßig kommen, sondern nur auf Anfrage, das heißt, Kinder, Jugendliche haben immer eine erwachsene Person bei sich, mit der sie Aufgaben machen, irgendwas für eine Schularbeit üben, aber wo unser System auch ist, man plaudert, man redet, ja, gibt es irgendein Thema, was steht an, und es wird auch sehr viel gespielt, ja, wir haben Gott sei Dank einen wunderschönen Garten mit Spielplatz, das heißt, gerade am Nachmittag, wenn man von der Schule kommt und schon die Energie draußen ist, gibt es Möglichkeiten, einfach einmal durchzulüften, wir bieten sozusagen mit unseren Räumlichkeiten einen Halt an für die Lernbare, dass die dann machen können, wie sie es glauben. Ja? Man trifft sich 2 Stunden, man hat eine konzentrierte Stunde zum Hausübung machen, zum Üben, eine gemeinsame Pause, wo man auch untereinander sich kennenlernt und austauscht und dann ein bisschen Freizeit, wo dann einfach frei gestaltet wird. Wenn das Lernbare dann ein Problem hat, dann sind wir da und unterstützen. Mhm. Sehr solidarisch alles. Bin begeistert. Der Kurs, den wir erstellt haben, der dreht sich ja um soziale und demokratische Ausschlüsse. Jetzt ist unsere Frage, welche Formen sozialer Ausschlüsse erlebt ihr denn in der Arbeit? Also auf welche Probleme versucht eure zivilgesellschaftliche Initiative zu reagieren? Ich glaube, die allererste ist Sprache, sprachlicher Ausschluss. Der Großteil, also ich glaube, ja, fast 99% ja. Unserer Kinder und Jugendlichen sind Kinder mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Oder sie sind hier geboren, Kinder von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Und wir merken, und das ist auch unser Ansatz in der Schule, im Umfeld, im direkten Umfeld, es geht einfach oft schief mit dem Nichtkennen der Sprache.
Deutsch nicht sprechen können, Deutsch nicht wirklich verstehen können. Und da dann damit gehen sie einen unglaublichen Verlust auf in der Schule. Das kann nicht nachgeholt werden. Aber das geht ja so viel weiter als die Schule im Nachfolge. Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze, Freundschaften, soziale Clubs, einfach mitmachen können in der Gesellschaft von Kind auf an, wenn du die Sprache der Gesellschaft nicht sprichst, ist unglaublich schwer, vor allem wenn die Sprache zu Hause nicht gesprochen wird und die auch nicht unterstützt werden kann beim Erlernen der Sprache. Und ja, wir würden sagen, unser größter Ansatz ist da über Sprache lernen. Es ist auch ganz wichtig, weil sehr oft, ich will betonen, dass wir keine Nachhilfe sind, ja? Weil wir sind eine Lernhilfe. Unser Fokus ist, wir schauen hin, was braucht das Kind oder genau diese Jugendliche, dieser Jugendlichen. Der Stoff ist Nebensache, okay, da wissen wir dann ungefähr, wie schulisch steht, ja, aber wir schauen hin und schauen, dass das Kind sich einmal wohlfühlt, ja, dass eine Beziehung entsteht zwischen innerhalb des Lernpaars, dass sich wohlfühlt, dass Vertrauen entsteht, dass einfach sozusagen Freude beim Lernen da ist, ja. Und dann, dass viel geredet wird, ja, weil einfach Sprache nicht nur das Pauken von der Grammatik ist, sondern einfach, wie sage ich was, ja, wie einfach auch die kulturelle Themen, wie zum Beispiel Höflichkeit, ja, kulturelle Formen, wie wird begrüßt, verabschiedet, dass ich nicht einfach ohne was zu sagen gehe, ja, einfach soziale Kompetenzen, die natürlich ja nicht was ist, was fehlt, sondern einfach andere kulturelle Ausprägung hat. Ja. Und da kommen wir natürlich zum anderen Thema mit den ganzen Missverständnissen, kulturelle Missverständnisse, dann natürlich auch dann hin Richtung Diskriminierung und Ausschluss in Form von Rassismus und oder übersehen werden. Mhm. Ja. Was vielleicht ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir arbeiten mit sozial schwachen Familien, ja. Aber wie finden wir das raus, ja? Wir sind ein privates Projekt. Es steht mir persönlich, fühle ich, dass es mir nicht zusteht, dass ich einer Familie sage, legt mir einen Lohnzettel vor. Das würde ich nie machen. Deswegen haben wir auch beschlossen, wir nehmen keine Anmeldungen direkt von Eltern an, weil dann müssen wir das überprüfen. Das wollen wir nicht. Sondern wir arbeiten nur mehr mit den Schulen zusammen oder mit der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, wir haben einen Platz, wir haben ein System von Freiwilligen. Und ich rufe in den Schulen an und sage, bitte, wir hätten einen Platz für ein Volksschulkind, Mittelschule oder die Kinder- und Jugendhilfe tritt an uns heran. Wir bräuchten Unterstützung, weil im Hintergrund einfach in der Familie etwas los ist. Und dann schauen wir sozusagen nach Bedarf, ob wir das Kind mitnehmen, reinnehmen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, ja, weil wir können Kinder mit, sage ich mal, offizieller Diagnose nicht annehmen, weil unsere Freiwilligen haben jetzt keine spezifische Ausbildung, sondern bei uns geht es einmal ums Pädagogische und das Drumherum zum Thema Konzentrationsprobleme, Motivation, natürlich ein Thema bei den Jugendlichen. Und da schauen wir einfach dann genau hin, was braucht es. Ist es nur das Schulische oder ist es, was dahinter steht? Ja? Was ist es, warum das Kind nicht motiviert ist und Frust hat? Ja? Und dann kommen wir wieder zur Sprache zurück, ja. Weil wenn ich in Mathematik total gut bin und dann Textaufgaben nicht verstehe, dann habe ich wieder eine negative Erfahrung in der Schule und die toppen sich dann, bis der Frust entsteht. Ja? Da brechen wir alles nieder und schauen einmal, wo können wir loben, wo können wir ansetzen und wo können wir dann langsam aufbauen. Das hat auch gleichzeitig mit Armut zu tun, also sozial schwach, sozial benachteiligt, aber auch wirklich Armut. Wo Kinder vielleicht lernen können, aber zu Hause nicht den Platz dafür haben, weil sie auf die jüngeren Geschwister schauen müssen, weil sie sich das Zimmer mit den jüngeren Geschwistern teilen, weil sie die Eltern unterstützen müssen, weil sie mit den Eltern an Ämter oder zu Behörden gehen müssen zum Übersetzen, weil sie eingebunden werden auf andere Art und Weise und selber nicht zum Lernen oder zum Kindsein kommen können. Und da bieten wir auch einen Platz an für diese Kinder und Jugendliche, wo sie dann einfach mal ein paar Stunden sitzen können, sich konzentrieren dürfen, in Ruhe gelassen werden, begleitet werden von einer Person und gesehen werden.
Und das haben wir auch während der Pandemie ganz, ganz stark gesehen, wo du dann doch einen Einblick in den Haushalt von einer jeden Person bekommen hast. Wir haben mit einem Verein PCs für alle gearbeitet und die haben uns Laptops zur Verfügung gestellt für die Kinder, damit die zu Hause lernen konnten, weil das hatten die meisten überhaupt nicht. Und dann siehst du auch einfach, dass es nicht mal einen Platz gab zum Computer abstellen oder zum Laptop abstellen, weil ja so viele in einem Haushalt zusammenwohnen und das Kind einfach keinen eigenen Platz hat. Und dadurch haben wir noch mehr Verständnis bekommen, auch für diese Art der Benachteiligung, die vielleicht vorher nicht ganz so präsent war, wo wir da jetzt auch besser drauf schauen können. Und was in dem Zusammenhang auch wichtig war, weil es zum Thema soziale Ausschlüsse geht, bei der Pandemie haben wir dann gesehen, okay, ältere Menschen sind nicht digital so kompetent. Da haben wir einen großen Fokus gelegt, dass wir alle mitnehmen, ja? Dass wir gesagt haben, okay, sobald ihr es schafft, das Zoom zu installieren, ja, in dem Moment, wo wir sie am Bildschirm gehabt haben, konnten wir wirklich mit verschiedenen Workshops schauen, dass wir ihnen die Angst genommen haben, gerade den älteren Personen, zu sagen, okay, schaut, da ist ein Tool, damit können wir euch verbinden, ja, damit verliert sie den Kontakt zu eurem Kind oder Jugendlichen nicht, ja. Und es ist zwar ein bisschen mühsamer, aber wir schaffen das, ja. Und dann haben wir uns Sachen überlegt und unsere Kolleginnen haben Workshops gemacht, was kann man denn spielen am Zoom, ja. Und dann haben wir uns halt selber eigentlich alle miteinander diese Tools auch zusammengepastelt und es war dann eigentlich sehr erfolgreich und alle haben einen Riesenspaß gehabt. Und die Weihnachtsfeiern im Zoom war der größte Spaß überhaupt, ja. Und somit haben wir im Endeffekt fast 80% unserer Freiwilligen digitalisiert und mitgenommen durch die Pandemie. Und die paar, die gesagt haben, sie wollen das nicht haben, haben wir dann telefonisch betreut. Ja. Dass wir auch sozusagen unsere Freiwilligen, wir haben sie nicht alleine gelassen. Ja. Weil da war sehr viel soziale Isolation dann da. Und ich muss sagen, wir sind sehr, sehr stolz, weil nach der Pandemie alle Freiwilligen wieder gekommen sind und so glücklich waren, dass es wieder weitergeht. Ja. Ja, also es war eine große Erfahrung für uns. Ja. Und was ich jetzt noch eigentlich ganz, ganz wichtig, ganz kurz klarstellen möchte, was auch unseren Namen betrifft, Oma-Opa-Projekt. Ja, weil jeder verbindet damit, okay, das sind Senioren, Seniorinnen, die freiwillig jetzt kommen und mit den Kindern arbeiten. Das stimmt nur bedingt, weil wir arbeiten mit jungen Freiwilligen auch. Der Name Oma-Opa-Projekt bezieht sich darauf, dass gerade bei den Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund die Großelterngeneration hier in Österreich fehlt. Ja? Das heißt, meistens flüchten die Eltern, holen die Kinder noch oder nehmen die Kinder mit, ja? Oder der Vater kommt so am Anfang. Die Großeltern bleiben meistens im Ursprungsland zurück und die Kinder sehen die Oma und Opa einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ja? Genau diese Lücke füllen wir mit unserem Projekt. Ja? Genau dort, wo eine Oma, ein Opa Zeit hat, mit einem Kind zu lernen, einem Kind das Gefühl gibt, ah, du bist super, wow, cool, hast du das gemacht, ich helfe dir, wir schaffen das. Ja? Das übernehmen unsere Freiwilligen. Egal wie alt sie sind, aber die Idee Oma, Opa ist, kommt daher und nicht, weil freiwillige Seniorinnen Zeit haben. Ja? Wollte ich klarstellen. Also eigentlich auch hier wieder eine Form des sozialen Ausschlusses, der durch die Migrationserfahrung zustande kommt, auf den ihr dann mit dem Projekt reagiert. Ja, genau, weil es fehlt ja diese Ressource, die Eltern kommen ins Land, müssen die Sprache lernen, sich ein neues Leben aufbauen. Der Vater geht arbeiten, die Mutter hat, es gibt zu Hause viele Kinder. Es ist immer sozusagen das Kollektiv, ja, und du wirst dann als einzelnes Kind nicht gesehen. Es gibt niemand, Tante, Onkel, Opa, Oma, wo du die Erfahrung hast, ich bin wichtig, ja. Und das ist aber gerade für Kinder in der Entwicklung so, so wichtig, gesehen zu werden und zu sagen, boah, die gehört mir, die Oma, die Opa. Also, bei uns sagt natürlich niemand Oma, Opa, es sind Lernhelferinnen, Lernhelfer. Aber vom Prinzip her ist es genau dieses Gefühl, was wir versuchen zu vermitteln. Und mittlerweile sind auch immer mehr unserer Lernhelferinnen selber Freiwillige mit Migrationshintergrund, was auch sehr schön ist. Weil das wieder zu einer neuen Dimension des Austausches bringt und auch den Kindern zeigt, Vorbildfunktion, aber auch zeigt, hey, das ist so viel möglich oder da ist jemand, der mich versteht. Ja. Und wir haben doch ganz tolle Erfahrungen die letzten paar Jahre gemacht mit unseren Kollegen, Kolleginnen,
Ein Kollege kam aus Syrien, selbst mit Fluchthintergrund. Der hat dann für uns gearbeitet und war auch ganz toll. Erstens mal einerseits Hilfe für mich in der Kommunikation mit den Müttern, mit Arabisch. Aber dann für gerade die arabischen Burschen, also die arabisch sprechenden Burschen, sage ich es einmal, dass sie sehen, okay, wow, ja, der arbeitet hier und dann ist ein Riesenvorbild für uns. Ja, so kann es auch gehen. Ja. Jetzt haben wir eine Kollegin auch aus Syrien und eine Kollegin aus der Ukraine, die Arbeit machen und natürlich in der Übersetzung unterstützen. Aber es geht uns um die Vorbildwirkung. Mhm. Ja. Hey, das ist ganz normal bei uns, alle kommen zusammen. Ja. Oder jetzt das Thema mit Krieg, natürlich Krieg Ukraine, Krieg jetzt in Nahost, ja, da bist du Expertin, ja. Dass wir sagen, okay, wo setzen wir an? Ja, ja, jetzt haben wir gerade ein großes Friedensthema, wo wir halt immer wieder dran arbeiten, weil das Verständnis, ja, alle kommen wir von irgendwo und was wir gemeinsam hier machen, wir wollen in Frieden leben. Und was heißt das für uns und was heißt das für unser Projekt, was heißt das im Alltag? Und da versuchen wir jetzt einen Schwerpunkt zu machen. Wunderschön. eigentlich fast schon so, dass man eigentlich einen Schlusssatz sprechen müsste. Aber ich wollte nochmal auch erwähnen, dass es ja auch so eine intergenerationelle Thematik anspricht und auch Inklusion im Sinne von alte Menschen, ältere Menschen werden auch inkludiert, weil die haben ja auch was davon. Die haben mehr Freizeit, mehr soziale Kontakte, mehr Interaktion. Also auf beiden Seiten merkt man, haben beide was davon. Also auch dieses, was Thema Ageism, Alter betrifft, auch hier kontert man quasi soziale Ausschlüsse älterer Menschen in einer Gesellschaft. Vielleicht wollt ihr uns noch so zum Abschluss so eine letzte Einschätzung eurerseits hinsichtlich der Frage nach mehr demokratischer Teilhabe, die ja quasi so als Gegenstück zu den Exklusionsmechanismen für uns im Kurs ein Thema ist, noch dazu eine letzte Einschätzung, ein paar letzte Worte uns schenken in Bezug auf euer Projekt. Sehr, magst du vielleicht noch zum Thema intergenerative Einbindung unserer Freiwilligen was sagen? Ja, ich glaube, das schließt einerseits an, also Mitsprache ist wichtig bei uns, also was Sonja auch immer wieder betont hat, die einzelne Person, das einzelne Kind, der einzelne Jugendliche sind wichtig bei uns, sowie auch die Seniorinnen und die Senioren. Interkulturelles Lernen, intergenerationelles Lernen ist für uns sehr, sehr wichtig. Und vor allem der Austausch. Also das ist für uns ein Teil, das ist für uns ganz wichtig in Partizipation. Es ist nicht, wir sagen euch, wir leben, wir sagen euch, was zu tun ist, sondern wir bestimmen hier zusammen. Wir arbeiten zusammen an den Regeln im Projekt. Also natürlich leiten wir das an, aber es ist uns wichtig, dass es ein gemeinsames ist. Also das ist unser Projekt, unser Zuhause. Was brauchen wir alle zusammen? Mhm. Und ganz niederschwellig, was brauche ich in meiner Lernzeit und wie übt sich das auch in meinem Feld, also wie kann ich das weiterspielen, und das ist für die Kinder, für die Jugendlichen, aber auch für die Senioren, Seniorinnen ganz wichtig. Vorurteile, was sage ich zu schnell über andere, weil mir das ewig vorgesprochen wurde und ich denke gar nicht mehr nach über Sachen, wo kann ich ansetzen, dass ich bewusster, inklusiver, aber auch fairer werde in meinem Reden, aber auch in meinem Tun. So ganz, ganz niederschwellig da ansetzen, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern bei allen Projekten mit Einbezogenen. Mhm. Ja. Vielleicht darf ich da kurz noch ein Beispiel bringen. Mhm. Vor kurzem gab es einen Konflikt zwischen zwei Burschen, der ist ein bisschen ausgeartet, sage ich einmal. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Okay, wir sitzen uns alle zusammen, die mit den beiden Burschen zu tun gehabt haben. Wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Gespräch. Die Burschen haben es glaubt, sie werden jetzt einfach sozusagen geschimpft und ihnen wird irgendwas angedroht und waren dann total verunsichert, weil ich gesagt habe, okay, was hast du darüber nachgedacht? Wie hast du das gesehen? Was ist es für dich? Hast du dir was überlegt, wie du das anders machen könntest? Und sie waren einmal bass erstaunt, ja, und wir haben dann lange geredet, jeder hat irgendwas darüber gesagt und wir haben dann versucht rauszudröseln, dass wenn was ist, dass es ihr Verhalten ist, das nicht okay ist, aber sie als Person sind okay. Dass man einfach diese Trennung macht. Du wirst nicht als Person verurteilt und wir schmeißen dich nicht raus, aber wenn du dieses Verhalten dir nicht überlegst oder wir da eine Lösung finden, wie gehen wir damit um? Ja? Und das war für mich auch eine schöne
schön zu erleben, dass die zwei Burschen dann zwar gesagt haben, okay, wir sind es, wir können nicht so schnell Freunde wieder sein, aber sie haben drei Vorschläge gemacht, wie es funktionieren kann, dass sie nicht aneinander geraten. Und wir können damit jetzt weiterarbeiten. Das heißt, wir nehmen das und integrieren es dann in die Lernpaare, in unsere Gespräche. Ab und zu komme ich vorbei, sage, na, wie läuft's und habt ihr das lösen können, habt ihr was überlegt? Ja, und ich glaube, das ist ein guter Lernprozess, gerade für Jugendliche zu sehen, okay, es gibt andere Lösungen für die schnelle Lösung des Ausschlusses oder der Kritik oder der Gewalt. Der Gewalt. Oder auch sozusagen, dass man sich gleich persönlich angegriffen fühlt und glaubt, diese Menschen mögen mich als Person nicht. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, das auch trennen zu können. Mein Verhalten, aber ich als Person bin hier geschätzt, ja, und sie mögen mich. Ja, und das zieht auch außerhalb des Projekts deine Kreise, dass wir wirklich den Kindern und Jugendlichen vorleben wollen. Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein. Wir müssen nicht das gleiche denken über alles, wir müssen nicht die gleiche Perspektive haben, aber wir haben Grundwerte, die gleich sind. Es gibt Anliegen, die uns allen wichtig sind, und das ist wichtiger und verbindender als das, was uns trennt. Und das ist im Projekt, aber auch außerhalb vom Projekt, in den Familien, in den Schulen und bei den Seniorinnen und Senioren. Und sehr oft ist es einfach so, dass Kinder, Jugendliche, aber auch die Eltern positive Erfahrungen machen, sozusagen mit Vertreter, Vertreterin der Mehrheitsgesellschaft. Da werde ich einfach respektiert, da werde ich jetzt nicht gemaßregelt, sondern da wird mit mir in einem Dialog versucht, Lösungen zu finden. Ja? Und das zeigt sich schon, dass da sehr viel auch Feedback von den Eltern kommt und sehr viel Unterstützung von den Freiwilligen, sodass die Leute wirklich langfristig bei uns bleiben und sich wohlfühlen. Also auch ganz viel Arbeit an einem quasi guten demokratischen Zusammenleben, die dann auch über das Projekt und die Projekträume hinaus wirkt. Ja. Gut, dann dürfen wir zu einem Abschluss kommen und dürfen uns zunächst ganz herzlich bei euch bedanken für dieses offene und informative Gespräch und auch die Einblicke in eure Arbeit. Wir konnten uns auf jeden Fall sehr viel davon mitnehmen und wir freuen uns auch sehr, dass unsere KursteilnehmerInnen eure Arbeit und euer Projekt kennenlernen durften. Bevor wir zu einem Abschluss kommen, würden wir gerne euch nochmal das letzte Wort überlassen und euch fragen, was ihr uns noch mitgeben wollt. Ja, ich würde allen gerne mitgeben, lassen wir Kinder und Jugendliche nicht alleine mit ihren Themen und Problemen, wo immer sie was lesen, sehen. Gerade mit der modernen Technik bringen es wir zurück und versuchen, kleine Schritte zu machen. Lassen wir sie nicht alleine. Vielen Dank. Sehr schön. Somit sind wir am Ende dieses Kapitels und wünschen euch, liebe Kursteilnehmerinnen, noch viel Spaß bei dem restlichen Kurs.